Und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Transporting. Ja, für mich ist es jetzt direkt nach der ersten Aufnahme, weil ich einfach gleich weitermachen sollte. So, in der letzten Folge haben wir ja hier angefangen, die erste Linie aufzubauen, ein Depot zu bauen. Wir haben etwas zu viel gemacht. Und jetzt in dieser Folge geht es darum, erste Klasse Passagiere zu transportieren. Ich habe keine Ahnung, warum wir deswegen dafür nach Frankreich gegangen sind, aber gut, das Spiel sagt, wir müssen erste Klasse Passagiere in Frankreich transportieren. 5000 Stück an der Zahl. Und ja, ich würde sagen, wie sieht's aus? So, wir haben ja in der letzten Folge gelernt. Erste Klasse, das sind... Quatsch. Zweite Klasse, das sind ganz einfache Leute und so. Zweite Klasse, das sind die mit Mut. Warum verdrehe ich das? Erste Klasse sind die mit Mut. Oh Mann, ey. So. Was haben wir? Also wir müssen 5000 Erste Klasse, die mit Mut, Passagiere transportieren. Da haben wir 19 von Brest. Uiuiuiuiuiui. Wenn die 54 Leute da ewig lange im Bus rumsitzen wollen am Tag, sollen sie halt. Ich suche was Kürzeres. Lyon, Marseille. Das ist auch relativ weit. Alter, Bordeaux, Le Mans. Alter, was. Das sind gleich ganz andere Distanzen, ey. Okay, ich wollte schon sagen, ey. Also da sind zwar 19 erste Klasse Passagiere, die da hin wollen, aber die kriegen wir nicht mit dem Bus transportiert. Das wäre es gewesen, ey. Aber nee, das wird nichts mit Bus. So, Make survey reveals numbers of potential passengers as well as the expectation for speed and comfort for your vehicles. Ah ja, okay. Ich würde sagen, das hier sieht doch gut aus für eine erste Linie. Deswegen machen wir mal... Alter, yo, ist klar. Machst sogar noch einen Ausstecher über Genf. Das heißt, wir werden in die Schweiz. Na gut, da, wenn sich die Linie jetzt nicht lohnt, ey. So, dann ein Bus. Ah ja, nee, da, ein Bus. Was wollen wir denn? Wir wollen 100. Der kostet direkt 120. Eieieiei. Es ist aber schon so, dass wir mit einer einfachen kleinen Linie unser Geld verdienen können, oder? Und dann würde ich erstmal damit anfangen. Zum Beispiel dann diesen Bus hier nehmen und gucken, damit ein bisschen Geld anzuscheffeln. Ich hoffe mal, die Theorie funktioniert. Denn wenn nicht, wäre relativ... Die Leute sind unsouverän. Oh Mann, ey. Die Leute mögen auch hier die Geschwindigkeit wieder nicht. Und sind jetzt absolut unzufrieden damit. Sportevent! In Marseille! In 6 Tagen! Als hätte ich es vorausgesehen. Das Problem ist, es ist halt echt eine weite Strecke. Und ich würde da ungern den... ich würde da eigentlich schon gerne diesen Bus draufsetzen. Aber... wobei, der fährt auch 120. Der andere fährt 125. Der ist jetzt nicht so unfassbar viel langsam. Aber die Leute sind super unzufrieden. Das gefällt denen überhaupt nicht. Komfort und Speed, ja. Ich baue jetzt mal hier ein Depot.
Yep. Kann ich den Bus jetzt upgraden? Nö, immer noch nicht. Das Depot hat nicht geholfen. Und da kann man auch nichts, eh nichts mit der Geschwindigkeit tun. Das ist ja mal ordentlich in die Hose gegangen. Vehicle Upgrade. Ich guck mal, was wird's. Also, das ist der Bus. Da muss man anklicken. Genau das Ding. Dann geht man auf das Upgrade und hier kann man sie einfach anklicken. Oder ist das für... Ist das für... Jo! Da wollen 300 Leute. Komm. Komm, Buster, sehe ich dich. Belastend. Da wollen 300 Leute hin. Von Lyon. Von Lyon nach Marseille wollen 350 Leute. Aber denen passt die Geschwindigkeit einfach nicht. Und Toulouse ist einfach komplett raus. Da will niemand hin. Oh Mann, es geht so weit von hinten nach hinten los alles gerade hier. Vielleicht steigt jetzt einer ein. Aber nee. Da steigt niemand ein. Travel immediately. Vielleicht kann ich jetzt was. Vielleicht muss der Bus im Depot sein. Es stand irgendwo was, aber vielleicht muss der ja im Depot sein. Das wäre irgendwie auch logisch. So, der Bus ist jetzt im Depot. For repair. Ding. Ja, Bus. Bus, Vehicle. Mach's. Nee, Quatsch. Der steht in Lyon jetzt. Ja, genau. Vehicle 001. Und ich kann auch immer nicht upgraden. Kann ich einfach nicht. Ja, verkaufen. Oh Mann, ey, Das ist, muss ich sagen, gar kein so ein guter Start. Der Bus macht 10.000 miese. Der erste Klasse Bus hier. Während der andere... Huch, nee. Sollen wir es halt damit versuchen? Vielleicht wollen die Leute hier eher mitfahren. Weil das vergleichsweise schnell geht. Bus. Du fährst auf die Linie. Direkt. Aber sowas von direkt. Wir müssen da eine Katastrophe ausbügeln. 8. Den fällt die Geschwindigkeit einfach nicht. Ist halt auch eigentlich blöd. Also. Zum Beispiel hier unten das Lyon Marseille. Das würde man hier halt mit der Bahn fahren. Und nicht so außenrum über Genf und sogar zweimal über die Schweiz. Ja, das Sportevent ist eher auch schon wieder vorbei. Wir müssen 5000 Leute noch transportieren, ey. Wie viel gibt es jetzt? Komm, gib ein bisschen Plus jetzt. 1100! Ich hätte gehofft, da kommt noch eine Null dahinter. Wir haben 33 von 5000 erste Klasse Passagiere transportiert. Das kann ja ewig dauern. Nochmal was schneller hier. Sonst geht es ja, sonst sind wir ja nie fertig hier. Wir haben ja da 59 Leute, die hinterher wollen.
Der Bus, der macht mittlerweile etwas. Der macht langsam, aber sicher immer weniger miese. Und der andere macht halt ordentlich plus. Der hat jetzt schon seinen eigenen Preis schon wieder rein. Also der hat jetzt schon ein neues Depot. Information. Kann ich irgendwie einsehen, wie viel er hingebracht hat insgesamt. Net Profits. Der hat fast schon zwei Busse reingebracht. Ja. Ja, also wir können jetzt einfach ewig warten, bis hier die Leute hin und her kommen. So. Was nur ewig lange dauert. Oder wir müssen halt gucken, dass wir noch ein paar Leute mehr hin und her kriegen. Der Bus ist immer voll. Muss ich ehrlich dazu sagen. Ist jetzt vielleicht noch ein zweiten dahin. Der dann mitfährt. Und Gewinn bringen kann. Kann ich das Depot hier wieder abbauen? Sell Depot for half price. Ja. Okay, gut. Dann bauen wir unser Depot jetzt definitiv hier in Paris auf, wenn wir uns jetzt hier auf Paris fokussieren. Dann kommt es definitiv dahin jetzt. So, die Busse werden wieder nicht voll. Wegen immer noch Speed. Gut. Wir haben ja 100, die anderen fahren 120. Der fährt 95, das heißt, der ist langsamer. Das heißt, der nächste wird der hier, aber das bringt's auch nicht. Du-du-dum. Ein Konzert. Wir haben ein Konzert in... Schon wieder Marseille. Alter. Die ganzen Dinge gehen in Marseille, aber... Wir kriegen keine Leute nach Marseille transportiert. Clermont-Ferrand. Das klingt schon eventuell interessanter. Von Toulouse. Sollen wir es probieren? Nö. Nö. Wie geht's? Hier ganz Spanien. Ja, hier die Schweiz ist ja wohl. Wie machen die das denn? Eine Linie, die einfach nur von... Ja, da hat sich so eine Kette quasi aufgebaut. Ich frage mich, ob man das vielleicht auch machen sollte. Vielleicht hat es einen Grund. So. Wie ist es jetzt hier mit dem Bus? Weil der Bus ist ja schon relativ hier schlecht. Der hat fast 100.000 Euro reingebracht. Geht der automatisch dann ins Depot, wenn der repariert werden muss? Oder muss ich den... Broken Vehicle. Jetzt ist er kaputt. Na toll. Ah, okay, okay. Jetzt wird er abgeschleppt. Oh, das war teuer. Okay. Na dann. Du fährst du definitiv auch ins Depot. Und wenn sie repariert sind, geht's weiter. Okay. Okay, das sieht gut aus. Ich habe 500 Leute transportiert, die anderen haben fast schon 1000 Leute transportiert. Ja gut, ich habe ja auch repaired. Ja. Dann zurück auf deine Linie, du. Der wird hoch, weiter repariert. Mhm. Eins. Oh. Und der Tast. Aber wenn er... Ah, okay. So. Was kann ich denn hier eigentlich machen? Ich kann durch meine Linien gehen. Ah, ja. So. Repariert. Dann fährst du jetzt auch noch weiter. Dann
fährst du jetzt ins Depot. Wirst dort repariert. Full Repair. Return to original, Full Repair. Das ist ein Full Repair. Wird dann nochmal mehr gemacht als... Aber upgraden kann ich den immer noch nicht, oder? Das ist ja der, nee, die, der hier. Informationen. Nö, Better Engine. Da lässt sich nichts machen. Auch wenn das der Hauptkritikpunkt der Leute wäre. Ich bin mir sicher, ich könnte die Preise ein bisschen hochdrehen. Wenn ich denn eine bessere Engine drin hätte. Aber kann ich nicht. Deswegen. Du bist jetzt gerade Geld, das wir verlieren. Ab mit dir wieder auf die Route. So. Und immer weiter. So, wir haben wieder ein Sportevent. Schon wieder in Marseille. Warum wollen alle in Marseille? Von Le Mans nach Nantes. Das könnte auch funktionieren. Zack. Und da kommt so ein Bus drauf. Die gefällt. Ah, guck mal, die Leute sind super zufrieden. Vielleicht können wir den Preis ein bisschen hochdrehen. Guck mal, der Bus wird immer noch froppelvoll. Guck mal. Es geht doch. 60? Nee. 58? Nee. Okay, 55 hat funktioniert. Gut, dann belassen wir den Preis auf 55. So wird der Rappel voll wenigstens. Gehen wir hier auch mal kurz 1 Euro runter vielleicht. Jetzt werden sie wieder voll. Na schön. So. Okay, okay, okay. Ich glaube, ich verstehe das Spiel immer langsam immer mehr. Elf. Zwölf. Und jetzt ist er auf voller Kapazität. So bringt er halt trotzdem noch mehr hin und her. Und da warten 24. Okay, das heißt, ich könnte einen zweiten Bus eigentlich draufstellen. Lass mich raten, in Marseille. Oh, ne. In Lyon. Lyon, Dion. Ach, guck mal. Das wäre eine potenzielle Linie. Linien, Linien. Wo sind die Linien? Hier sind die Linien. Marseille, Lyon, löschen wir. Jetzt machen wir langsam. So, also. Guck mal, da wollen 120 Leute. Da sehe ich doch eine Linie mit 1, 2 Bussen drauf. Da sehe ich euch. There is no demand. Habe ich mich? Nein! Nein! Sondern ich habe mich... Habe ich mich ernsthaft... Ich hasse mein Leben. Ich habe mich ernsthaft verklickt, ey. Oh, ja, feines Depot. Okay. Ja. Aber davon abgesehen, die Linie hier scheint zu funktionieren. Vielleicht können wir den Preis auch ein bisschen hoch. Ja. Aber davon abgesehen, ich stelle trotzdem noch einen anderen Bus ein. Weil die Linie ist sowas von gefragt. Auch mit
Ne? Auch mit 55 Euro wird er noch genommen, wird er noch voll. Das ist gut. Das ist schön, das ist schön, das funktioniert. So muss es laufen. Das Problem ist nur, das ist zweite Klasse. Wir müssen erste Klasse die Leute hier transportieren. Fahrzeug repariert, dann fahr wieder los. So. Leon Nantes, 300 Leute. 300 Leute. Problem ist. Na, wobei. Das könnte ich tatsächlich mal probieren. So, eine ewig lange Strecke. Dafür dann den Bus hier. Was 170? Schon nicht so ganz. Schon nicht so ganz ohne. Wir wollen natürlich Nantes-Lyon. Ja. Zweite Klasse wird rappelvoll. Erste Klasse aber nicht. Dann senken wir den Preis mal kurz. Und gucken, wie die Leute jetzt einsteigen. Ob Leute überhaupt einsteigen. Immer noch nicht. Leute, ich kann auch nicht unendlich im Preis runtergehen. Okay, lassen wir es mal bei 60 Euro. Da lohnt sich jetzt erste Klasse fast gar nicht. Ja, okay. Ich habe Meilenstein. So. Vehicle ist broken. Ja. Fahr zum Depot. Mann. Fahr zum Depot. Und du auch, bevor es zu spät ist. Guck mal, die. Hier. Die bringt unendlich viel Geld rein. Das ist schön. Boah. Ah, okay. Das ist also, wer als erstes 5000 Passagiere transportiert. Gut, das hat dann wohl nicht so geklappt. Okay. Ich habe zwar keine Ahnung, wie und wo, weil die Leute sind, also, die Leute sind halt einfach nicht mitgefahren. Naja. Gucken wir mal. Ich hoffe mal, dass es beim nächsten Mal besser klappt. Und ich hoffe, euch hat es vielleicht doch gefallen. Dann habt ihr es auf jeden Fall gesehen, wie man es nicht macht. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge schon gleich wieder. Tschö. Tschö, mit Ö. Nee, tschö. Ciao.